Hallo und herzlich willkommen zu deinem in 8 Schritten zum Handstand Tutorial. Heute mit Schritt 6. Handstand lernen nah und gerade mit dem Bauch zur Wand. In diesem Video machen wir den 6. Schritt, und zwar den geraden Handstand mit dem Bauch an der Wand. Es ist sehr wichtig, erst die Muskeln mit Hilfe der Wand aufzubauen, bevor du einen freien Handstand versuchst zu meistern. Bitte denke daran, dich vor deinem Handstandtraining richtig aufzuwärmen. Zum Thema Aufwärmen findest du einen Link unter diesem Video. Schau dir das Aufwärmvideo gern vorab an. Und nun geht es los mit den Übungen. Nachdem du die vorherige Transferübungen, den schrägen Handstand an der Wand gemeistert hast, geht es nun auf das nächste Level. Steige nun wieder mit deinen Füßen die Wand hoch und stoppe erst, wenn deine Hände ca. 10 cm von der Wand entfernt sind. Halte in der Endposition deinen Bauch und deinen Po konstant angespannt, genauso wie den Rest deines Körpers. Versuche dich mit den Zehenspitzen erst einmal noch nicht von der Wand abzustoßen. Übe täglich und versuche deine Zeit immer weiter zu verbessern. Wenn du es schaffst, eine Minute lang im Handstand an der Wand zu stehen, kannst du wirklich stolz auf dich sein. Ich bin es an dieser Stelle auf jeden Fall. Wenn dieses Zwischenziel erreicht ist, zeigt es dir, dass du bereit bist, frei zu stehen. Wichtig! Achte darauf, dass du nicht umkippst, indem du immer weit genug von der Wand stehst, und lass dir Kraft, immer rechtzeitig runterzukommen. Dies machst du, indem du eine Hand zusammen mit deinem Körper drehst. Zu welcher Seite kannst du selber bestimmen. Gern kannst du es auch in beide Richtungen probieren. Das fördert auch gleich deine Koordination und hilft dir dabei, die Handstandposition kontrolliert zu verlassen. Achte dabei auf deine Rippen. Sie müssen mehr reingezogen werden und mit deinen Füßen schon aus der Schulter rausdrücken. Nach ca. 2 Wochen solltest du in der Lage sein, diese Übungen ausführen zu können. Trainiere diese Übungen täglich für ein paar Minuten. Danach wirst du genügend Körperspannung, um deinen eigentlichen Handstand im Freien zu absolvieren. Auch wenn du diese Übungen schon kannst, empfehle ich dir, sie immer weiter beim Handstandtraining auszuüben. Bis du es merkst, jetzt kann ich es. Und zwar ohne Wand. Wenn du mehr Tipps zum Thema Handstand haben möchtest oder direkte Hilfe von mir erhalten willst, dann klicke auf den Link unter dem Video und melde dich zu einem meiner Handstand-Schnupperkurse an. Ich freue mich, dich dort zu sehen und die Welt in deine Hände zu legen. Dein Handstand-Coach Slava.